Nur dein Vater, sein Erfolg tut nicht darüber entscheiden, wie du bist, schlussendlich. Das ist immer komplett dir selber überlassen. Ich bin Lena. Ich bin die Tochter von Rolf Hilter. Ich bin gerade so vor eineinhalb Wochen etwa, bin ich 18 geworden. Momentan gerade mache ich eine Lehre als Hotelkommunikationsfachfrau im Hotel Wider. Ich schließe es nicht komplett aus, dass ich das Hilton mal übernehmen werde oder auch mal dort beteiligt sein werde. Es reizt mich schon, vor allem jetzt, wo ich selber angefangen habe, in der Gastronomie zu arbeiten. Aber ich will so ein bisschen meinen eigenen Weg auch machen und selber erreichen. Ich habe es mega gut mit meinen Geschwistern. Also meine ältere Schwester, die ist ja jetzt 21. Die ist gerade seit 3 Jahren in Australien. Und ja, mit ihr habe ich es mega gut. Bin immer noch klar fest in Kontakt. Wir schreiben zusammen und sie ist mir auch immer eine mega grosse Hilfe, wenn es mir mal nicht so gut geht oder so. Ich kann einfach mit ihr über alles reden, was ich mega gerne habe. Und mein kleiner Bruder, ja, mit dem habe ich es auch mega gut. Der ist jetzt 15. Ich bin in der Schule noch und eben halt mit ihm habe ich es einfach immer lustig und jetzt kommen wir auf die gestörtesten Ideen manchmal. Es ist so, dass ich mich eigentlich mein ganzes Leben lang habe ich mich nicht vegetarisch ernährt. Aber vor 2 oder 3 Monaten habe ich mir einfach überlegt, ich habe nicht so gerne Fleisch. Ich finde es eigentlich so unfair, wieso sollte das Tier für mich sterben, wenn ich selber nicht mega geniessen kann. Nach der Lehre will ich eigentlich so ein Ziel oder was ich cool fände, wäre Flight Attendant zu machen. So für ein Jahr. Und nachher reise ich ein bisschen um und sehe ein bisschen von allem. Und so. Und ich meine, es ist immer noch die Gastronomie. Und nachher würde ich eigentlich gerne auch eine Hotelfachschule machen. Und einfach die ganze, so viel Praktikum wie möglich im Ausland zu machen. Ich würde den Personen, die jetzt gerade das Video sehen, gerne ausrichten, dass man die Menschen vor allem nicht so vom Äußeren kritisieren sollte, dass man vor allem das Innere anschauen sollte. Und ja, essen vegetarisch.